Hey Leute, mein Name ist Epic Sun und heute spielen wir eine weitere Runde GTA hier in Minecraft. Und heute habe ich die wirklich beste Waffe hier auf dem Server, nämlich den Flammenwerfer. Den Flammenwerfer kriegt man nur mit einer 0,1%igen Chance. Und ich habe einen davon, beziehungsweise ich habe drei davon. Habe ich die hier im Inventar? Ja genau, ihr seht hier schon, ich habe schön drei Flammenwerfer, wie sich das gehört. Die werde ich jetzt aber hier einsortieren, denn ich habe noch ein paar Erneuerungen und es buggt hier gerade, ich weiß nicht warum. Oh Gott, das packt hier echt. Okay, ich habe meine Bong hier hingestellt und zusätzlich habe ich hier noch nochmal einen neuen Jordan bekommen. Richtig cool, der Schuh. Und zusätzlich noch eine Hose oder zwei Hosen, bin mir nicht ganz sicher. Und dann natürlich noch, hier oben ist noch eine Hose, weil ich keinen Platz mehr habe. Ich werde die Flammenwerfer einfach mal hier rein tun. Und es gibt ein neues Feature, ich kann Slash Stack machen als Premium. Und dann stacken sich alle Items, die ich im Inventar habe, also alle MGs stacken sich übereinander, alle Sniper stacken sich übereinander. Was sehr, sehr cool ist, da spart man einfach extrem viel Platz hier im Inventar, aber das geht leider nur alle 30 Minuten, also ist nicht zu OP. Wäre das, wenn wir mein ganzes Geld hier rein investieren, beziehungsweise auf die Bank machen. Jetzt gehe ich mal raus. Oh, warte mal. Jetzt gehe ich mal raus. So, und jetzt will ich euch mal den Flammenwerfer ein bisschen demonstrieren. Ihr braucht natürlich auch Fuel dafür, also ganz normales Jetpack-Fuel, das ist jetzt komischerweise verbuggt. Warte mal. Oh, jetzt klappt's. Okay, 63 seht ihr schon. Und da habt ihr ganz kurz schon den Flammenwerfer gesehen. Da vorne ist ein Gegner. Oh nein, ich will nicht, dass die mich abschießen. Der Flammenwerfer ist logischerweise nur für Nahkampf gedacht. Wir laufen mal da durch. Ich weiß so gar nicht, wie weit die Range ist. Wir können das immer alles gerne ausprobieren. So, 25 Schuss hat er. Wir können mal in F5 gehen. Wow. Oh, das hat schon eine Range. Guck mal, das geht schon. Wow, ein paar Blöcke weit auf jeden Fall. Aber es verbraucht halt extrem viel Fuel. Aber wenn wir hier Leute mal im Nahkampf haben, können wir die instant wegholen. So, ich kann auch nochmal nachladen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warte mal, wenn ich einmal klicke, da wird ein Fuel verbraucht. Okay, ich verstehe schon. Okay, da ist keiner. Ich muss mal schauen, ob hier hinten Leute sind. Wäre natürlich cool, wenn wir Leute damit töten könnten, beziehungsweise verbrennen könnten. Das ist echt sehr, sehr cool. Aber hier sehe ich keine Leute. Ich hoffe, die sind hier rechts gleich. Es gab auch ein paar Updates. Oh, da ist ein Helikopter. Okay, ich bin weg. Tschüss. Schönen Tag noch. Oh Gott, nein. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Oh Gott, der fliegt einfach durch den Tunnel. Was ist das denn für einer? Oh mein Gott, okay, ich muss zum Spawn. Ich muss definitiv zum Spawn. Kommt der jetzt nochmal? Ich weiß nicht. Alter, mir fliegt einfach der Helikopter im Tunnel entgegen und schießt auf mich. Was ist das denn? Alter, okay, kann ich Spawn machen? Okay, you called a taxi. Okay, ich kann. Oh Gott, Leute, ich habe noch 46 Schuss, beziehungsweise noch Fuel für den Flammenwerfer. So, und jetzt teleportieren wir uns. Das kostet, glaube ich, $500. Das machen wir natürlich mal kurz auf unsere Hand, also dass wir das Bar mit dabei haben. Und dann teleportieren wir uns ganz kurz. Ich weiß gar nicht, ich will eigentlich... Also die Stadt ist eigentlich ganz gut für den Flammenwerfer. Wir brauchen halt Leute im Nahkampf, die wir dann wegholen können. Ich warp mich mal. Oder, nee, ich gehe zum Trailerpark. Okay, ich gehe zum Trailerpark. Da hätten wir eigentlich auch hinlaufen können. Aber wir schauen mal, Leute. Wir schauen mal, wir gehen jetzt zum Trailerpark und werden dann dort die Leute wegklatschen. Hoffe ich doch mal. Okay, bis jetzt sehe ich hier noch keinen. Ich mache meinen Fuel gerade hier hin. Die Stun-Gun kann ich mal in mein Inventar machen. So. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob wir hier Leute finden. Ne, hier ist keiner. Oh, hoffentlich kommt der Helikopter nicht nochmal vorbei. Aber ich sehe hier ehrlich gesagt keine Leute. Das Problem ist halt auch, ich weiß nicht, ich kann die Range nicht so gut einschätzen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie weit der genau schießt. Und da sind zwei. Alter, will der mich verarschen? Wo ist der? Habe ich ihn getötet? Wo ist der denn? Der hat mich mit seinem BMX über... Da ist er. Wenn der näher kommt, ist er weg. Oh Gott, habe ich einen Damage gemacht? Scheiße, lad nach. Oh nein, lad nach. Lad nach, er muss nachladen. What? Habe ich ihm keinen Damage gemacht? Ich glaube, ich habe ihm echt keinen Damage gemacht. Okay, Leute, den holen wir uns. Wir wissen, wo er ist. Und der wird... Oh, guck mal, der schießt damit auch rum. Den werden wir sowas von wegholen, Leute. Das könnt ihr mir glauben. Wir holen jetzt nämlich... Wo ist die... Hier ist der Gunshop. Wir holen uns nämlich jetzt unser schönes MG, Leute. Und dann... Nö, den hole ich mir. Ich weiß, wo er ist. Er ist im Trailerpark. Und der wird sich geholt, Leute. Der kommt mir nicht so schnell weg. Außer er macht Instant Spawn und sichert sich die. Das wäre natürlich schade, aber... Den holen wir uns. Zack, zack. Zack, zack. Hier noch eine Hose. Hose, Schuhe. Zack, zack. Und jetzt geht's ab zum Trailerpark, Leute. Und ich hoffe, der ist noch da. Ich mache erstmal mein... Ne, mit mir. Ich brauche noch Geld zum Warpen, ne? Trailerpark. Okay, Taxi wurde gerufen. Dann verstaue ich schon mal mein Geld. Sicher, da wo es hingehört. Schön in die Bank. Und... Oh, what? Ah, ich brauche $200 auf der Hand. Ah, Mann. Okay, nochmal ganz kurz. Zack. $200. Und dann gehen wir hier drauf und warpen uns zum Trailerpark. Und ich hoffe, ich krieg den noch. Ich hoffe, ich krieg den, sonst wäre das echt scheiße.
Aber ich glaube, der hat eh den Flammenwerfer da irgendwo gut versteckt, glaube ich. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Und das war ganz genau hier. Und hier müsste irgendwo sein. Und jetzt hole ich ihn mir, Leute. Jetzt kommt er mir nicht mehr davon. Ein Flammenwerfer ist ein bisschen schwer zu kämpfen, aber ist eine geile Waffe. So, ist er hier irgendwo? Nein. Ach, wo ist der Penner? Vielleicht hat er sich auch wegteleportiert. Vielleicht hat er sich echt wegteleportiert. Und ist jetzt, was weiß ich, wo er ist, in seinem Haus oder sowas. Das kann natürlich alles sein. Da ist jemand. Der hat nur einen Baseballschläger. Oh, der Arme. Ich hab ihn, okay. Der Arme, Alter, der hat ja nichts, oder? Nee, guck mal hier. Ach, okay, der hat fast 1000 Dollar dabei. Oh, oh, oh. Das ist natürlich gutes Geld, sag ich mal. Zack, das können wir gerne gebrauchen. Aber jetzt natürlich die Frage, wo ist der Typ mit dem Flammenwerfer? Vielleicht rennt er auch noch hier rum. Aber ich glaube eher nicht, oder? Ist der hier irgendwo? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Nee. Nee, da hinten sind keine Namen. Auf jeden Fall, der ist mit seinem BMX hier rumgefahren, hat mich sogar angefahren. Oh Mann. Aber wo ist er? Guck mal, das kann man es noch kaufen? Ja, kann man noch kaufen. Easy, Leute. 150, wer will? 150.000. Oh, Moment mal. Ah, das ist nur die Kiste. Ich dachte, das wäre ein Name. Aber der Typ ist, glaube ich, komplett weg. Ja, der ist komplett über alle Berge. Ich glaube, man müsste echt den Flammenwerfer, muss man echt viel, viel näher im Nahkampf benutzen. Also ich glaube, er war schon sogar zu weit entfernt. Wenn dann sowas, wenn man irgendwo zum Beispiel in die Tankstelle da vorne rein will und dann dort irgendwie die Leute ausräuchern will, das glaube ich, klappt sehr, sehr gut damit. Das ist er! Das ist er! Der Penner schmeißt mir eine Granate ins Gesicht. Scheiße, jetzt sterben wir aber nicht nochmal wegen dem. Dort weg! Oh, der kämpft gut. Und ich bin down! Das gibt's doch nicht! Der selber hat mich schon wieder getötet! Oh Leute, nein! Das gibt es nicht! Der Typ geht gut ab. Der Typ geht echt gut ab. Aber wir haben nicht so viel verloren zum Glück. Nur ein bisschen Geld, aber es geht. Aber es geht echt. Warte mal, wir machen uns das Geld mal wieder hier auf die Bank. So, sehr gut. Und jetzt kaufe ich mir nochmal schön eine Waffe. Warte mal. Hier drin. Oh Mann, Leute. Ich gebe hier so viel Geld aus. Ich weiß nicht, ob ich dort nochmal hingehen will. Wir holen uns nochmal ein schönes MG. Und gehen mal einfach random hier hinten hin. Da hinten ist nämlich ein Portal, da können wir schön durch. Das dauert dann auch nicht mehr so lang. Um irgendwie zu warten oder so, da können wir einfach schön instant durch. Ich gehe jetzt auch extra ohne Rüstung hier rein, weil ich nicht noch mehr Geld verlieren will, Leute. Vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Kill und wir landen mitten in der Stadt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum landen wir denn mitten in der Stadt? Ist das ein Spieler hier? Ah, nee, ist der Truck Dealer. Aber da ist ein Spieler. Nee, ist auch ein Truck Dealer. What? Hier war ich ja noch nie, oder? War ich hier schon mal? Ich weiß es nicht. Oh, eine Granate. Ah, das nervt mich aber, dass derselbe Typ mich zweimal getötet hat. Das ist echt sehr, sehr nervig. Und was geht hier ab? Kriege ich den? Keine Chance, Leute. Keine Chance. Echt ohne Equipment kommt man da echt nicht weiter. Das ist sehr, sehr nervig. Das ist nervig, Leute. Also man müsste sich echt am besten natürlich gut ausrüsten. Ich brauche aber Geld. Also ich müsste eigentlich eine schöne Looting-Tour nochmal machen. Wenn man ohne Ausrüstung in die Stadt geht, ist es eigentlich am besten, weil man dort einfach sehr, sehr, sehr viel Geld erfarmen kann. Also man hat ja nichts zu verlieren, wenn man kein Geld dabei hat und kein Equipment, ist es ja egal. Man kann sich alles selbst durch die Kisten erlooten. Ja doch, komm, hier gehen wir noch hin. Vielleicht ist da aber jemand, ich weiß es nicht. Da können wir auf jeden Fall nochmal schön Kisten looten und dann dürfen wir da auch noch ein bisschen Geld mit rausholen. Ich habe jetzt zwar viel Geld verloren, aber es ist nicht so schlimm. Wie gesagt, Flammenwerfer, Leute, falls ihr einen bekommt, nutzt den eher für den Nahkampf. Das ist auf jeden Fall besser. So, hier haben wir, glaube ich, nichts. Beziehungsweise haben wir hier eine Kiste? Da hinten ist eine drin und hier hinten ist eine drin bei den zwei Helikoptern. Wenn man so Helikopter fliegen könnte, wäre auch geil, so große. So wie beim echten GTA halt, da gibt es ja auch den Cargo Bob, der auch Autos transportieren kann. Das wäre auch cool, wenn man mit Autos herumfliegen könnte. Also wenn man den Cargo Bob hätte und dann Autos oder Panzer dran befestigen könnte, wäre das echt cool. Hier ist einfach nichts drin in der Kiste, wie kann das denn sein? Och Mann. Keine Items für mich, da hinten ist noch eine Kiste, die nehmen wir noch mit. Und dann können wir eigentlich über den Berg da hinten, weil ich glaube, da hinten sind auch, ist das Reichenviertel. Da können wir auch gerne hin, auch noch 2 Minuten. Okay, das Militärgebiet hat sich gar nicht gelohnt, auch noch 2 Minuten. Nee. Das lohnt sich hier gar nicht. Da gehen wir lieber nochmal hier hoch. So, sehr gut. Und dann gehen wir hier weiter. Oh nein, da ist ein Spieler. Oh, ich hoffe, der hat keine Waffe. Ich hoffe, der hat keine Waffe, sonst kann der mich so easy hier wegschießen. Ah, guck mal, der sneakt da. Bitte schieß nicht auf mich. Hat der eine Waffe? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Aber ich bin jetzt schon sehr, sehr weit weg. Also wenn, dann könnte mich nur mit der Sniper töten. Und er schießt. Seht ihr das, wie er schießt? Seht ihr die Schüsse? Aber die kommen nicht an. Er schießt nicht weit genug. Ah, wie gut. Okay, ich will mich jetzt nicht drüber lustig machen, wenn er gleich die Sniper rausholt, wie ich weghaut. Das wäre nervig, aber ich glaube nicht. Nein. Ja, der ist da unten. Ich mache mal Slash Feed. Sehr gut. Und jetzt können wir wieder weiter sprinten.
Und hier sind, glaube ich, keine Kisten, aber hier hinten ist irgendwo das Reichenviertel. Genau, hier ist das Reichenviertel und hier steht auch wieder ein Auto. Aber ich glaube, das ist eh nur verbuggt. Hier wohnt auch irgendwo der Admin, beziehungsweise einer der Admins. Okay, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.